Mit einem kleinen, aber feinen Flashmob machte das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung am Mittwoch, den 15. Oktober, auf dem Heidelberger Bismarckplatz auf die Problematik überteuerter Mietwohnungen und Wohnungsknappheit in Heidelberg aufmerksam. Die Teilnehmer versammelten sich gegen 17 Uhr auf dem zentralen Verkehrsknotenpunkt der Stadt, um mit ihrer Aktion das Bewusstsein für die prekäre Situation auf dem Heidelberger Wohnungsmarkt zu fördern. Viele Passanten blieben stehen und die auf die Straßenbahnen wartenden auf dem Bismarckplatz verfolgten die rund 45 Minuten dauernde Kundgebung mit Interesse. In München kriegen Sie eine Wohnung für 12,30 Euro pro Quadratmeter angeboten, in Frankfurt für 10,30 Euro, in Hamburg für 9,70 Euro pro Quadratmeter und mehr natürlich und in Heidelberg für 9,50 Euro und mehr. Das kann sich niemand leisten, der ein durchschnittliches Einkommen hat. Oder sogar ein geringes Einkommen, zum Beispiel Studierende können gucken, wie sie zu einer Wohnung kommen, wenn sie hier neu anfangen. Lisa, du machst auch mit beim Flashmob. Ja. Bist du Studentin? Ja. Hast du eine Wohnung gefunden? Wie schwierig war das? Nee, ich wohne noch zu Hause. Ich wohne in Ludwigshafen, also ich konnte es mir nicht leisten, hierher zu ziehen. Ludwigshafen deutlich billiger? Ich habe keine eigene Wohnung, ich wohne noch bei den Eltern, weil generell studieren und Wohnung finden fast unbezahlbar ist, wenn man halt, ja, wie gesagt, das Studium finanzieren muss und so weiter. Ja. Die Teilnehmer legten sich unter dem Motto "Wir wohnen heute mal auf dem Bismarckplatz" sinnbildlich für die Situation vieler Wohnungssuchenden mit Isomatten auf die Straße und in ein mitgebrachtes Zelt. Ja, es ist ziemlich eng hier und wir hätten gerne mehr Platz, weil es fehlt einfach der Wohnraum. Das ist ja ganz deutlich hier, gell? Ist das der Wohnraum der Zukunft, ein Zelt auf dem Bismarckplatz? Wer weiß, das wäre natürlich nicht gut, das wäre kein gutes Ergebnis. Also deswegen sind wir ja hier, dass sich das ändert. Mit Aktionen wie dem Flashmob im Laufe der Aktionswoche gegen Armut erhofft man sich, die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema zu erregen und so auch weiterhin den Druck auf die politischen Entscheidungsträger ausüben zu können, damit Verbesserungen der bestehenden Situationen vorgenommen und Versprechungen eingehalten werden. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht bei der Wohnungssuche hier in Heidelberg? Zurzeit eine Katastrophe. Wir haben gerade letztens reingeguckt, auch ein Immobilien-Scout. 40 Quadratmeter für an die 400 Euro. Also unter 400 ist fast nichts mehr zu kriegen. Selbst Einzimmerwohnungen sind schon sehr teuer, beziehungsweise je kleiner, desto teurer, hat man manchmal das Gefühl. Was verlangen Sie von der Stadt und was kann man tun hier? Zumindest mal die Flächen, die jetzt frei werden, die Ami-Gebiete und das alles. Nicht so wie die Bahnstadt, wie grauenvoll. Da sind 28 Quadratmeter auch 280 Euro. Endlich mal was nutzen und eben auch für die, ja, sozial Schwachen. Ich bin schon lange hier in Heidelberg und kenne die Situation etwas. Ja. Also heute steht gerade in Mannheim am Morgen großer Bericht über die viel zu hohen Mieten, dass sie steigen, nicht nur in Mannheim, sondern auch in Heidelberg. Und dass in Heidelberg in der ganzen Region die höchsten Mieten sind. Und es ist kaum mehr zu bezahlen. Und ich denke, die frei gewordenen Flächen der Amerikaner, das wäre eine große Chance für uns. Also einmal für Klein- und Mittelbetriebe, Ansiedlung. Und also um Produktion, um Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch vor allem um für Studierende und für Ältere natürlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Heidelberger Bündnis veranstaltet im Laufe dieser Woche noch viele weitere Aktionen, Hilfsangebote und Diskussionsrunden zum Thema Armut und Wohnungsnot. Das komplette Programm finden Sie unter www.das-heidelberger-bündnis.de.